Unsere Gewinnspanne sieht gerade gut aus. Ich glaube, wir haben Spielraum für mehr Investitionen. Genau, und damit hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu F1 2021. Der große Österreich-GP steht heute an. Wir haben gestern schon ganz viel gemacht. Unsere Sachen geändert und Co. Müssen wir schon... Ah, es ist direkt nächstes Rennwochenende, okay. Da bleibt uns natürlich dann wenig Zeit übrig. Genau, das wollte ich gerade eigentlich noch kurz schauen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall sparen anfangen. Gab's nicht... Haben wir das gestern noch gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme am nächsten Tag auf und weiß es schon gar nicht mehr, was ich gemacht habe gestern. Ist auch gut. Genau, da haben wir die Updates noch. Was ist das größte Update? Das ist der Halo. Okay. Hammer auf dem Schirm. Die anderen haben wir anscheinend wieder gefixt. Dann auf geht's. So. Allgemeine Haltbarkeit. Jawohl. Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Was für den Halo? Es sind doch alle glatt gelaufen. Hey! What are you talking about? What is he talking about? Motorhaube fertig. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Danke. Es ist toll, dass du dir Zeit für sowas nimmst. Ja, boah. Zack und weg bist du von den anderen Teams. Kranker Scheiß. Aber irgendwie auch saugeil. Nice. Oh, ich habe 3.390 Punkte, okay. Ja, dann warten wir kurz ein bisschen mit den Updates. Dann geht's nicht anders, gell? Doch, da können wir es machen. Hier nehmen wir mit. So. Ich erwarte Großes in Österreich. Auf geht's. Zum Rennwochenende. Spielberg is calling. Eine Strecke, die immer sehr viel Spaß macht oder mir sehr viel Spaß macht. Let's do this. Let's do this. Jawohl, Sonnenschein, wundervoll, wundervoll. Dann auf geht's. Schauen wir mal noch schon nach, ob sich da was sich da geändert hat. Große Updates. Boah, schau mal diesen Schritt an, den wir jetzt gemacht haben. Zack, zurück an die Spitze. Alle anderen Teams, bisschen Alpine ist wieder an Williams vorbei. Haas hat auf Aston Martin verloren. McLaren wieder an Ferrari vorbei. Der Rest hält sich gerade. Mal schauen, wie lange die sich halten mit Updates. Bin ich sehr gespannt. Weil, wie gesagt, wir haben es natürlich ordentlich vorgelegt. Es kommen noch einige Updates. Das heißt, wir werden weiter vorlegen. Müssen wir mal gucken, ne? Qualifying Tempo, auf geht's.
okay, this is a quali sim. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Mal, sollte das eigentlich ein Selbstläufer sein hier. Von der Motorstärke und allem drum und dran. Auf die Zunge zu gehen lassen. 1,3 Sekunden schneller. Well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can talk you through the numbers. Komplett verrückt. Komplett verrückt. Ich kann die Runde sogar noch mal verbessern. There's only one lap of fuel remaining. Fuel is marginal. Box within two laps. Box this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Schnellste Zeit im zweiten Sektor. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Lass mal vorspulen ein bisschen. Okay, that last lap was a 1.3.5. Car repairs have set us back a little. Max Verstappen 0,7 Sekunden hinter uns. Schal auf harten Reifen 2 Sekunden langsamer, das heißt, es müsste mit uns auf einem Level sein. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Daniel, Verstappen und Lando Norris. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. So sieht's aus, Heiko. Dann schauen wir mal, was im Qualifying machbar ist. So. Qualifying, auf geht's. Daniel, fleißig am Interviews geben. Raus auf die Strecke, let's rock.
brav runtergebremst. Schau mal. Charles lauf vor uns draußen. Gasly setzt eine schnelle Rundenzeit. Das ist aber egal, denn Daniel Ricciardo hat nämlich nur lila bisher. Schalen 1.02. Ja, besser als wir. 0.6. Aber wie gesagt, Schalen hat auch in der ersten Kurve keinen direkten Fehler gemacht. Perez auf die 3. We've only got 2 laps of fuel left. Komma 6 Sekunden rauszuholen wird spannend. Weiß nicht, wo die rausgeholt hat. Wieder lila im zweiten Sektor. Kein anderer Fahrer ist da so schnell wie Danny. Ja, aber das reicht wieder nicht. Es ist zwar schneller, reicht aber nicht für Charles Zeit. Schaden am Unterboden. We've had to spend time repairing the damage to the car. Da kommt keiner hin. Verstappen nur Siebter gerade. Gas nehmen. Hä? Oh mein Gott, das ist jetzt was ich nicht verstehe. Jetzt sehe ich es gerade. Wir haben doch in der letzten Folge das letzte Mal noch die ganzen Motoren gewechselt. Das haben wir doch nach Kanada direkt noch eingestellt. Dann wundert es mich nicht, dass er so krass schnell ist im Vergleich zu uns. Ja, hat es mit dem Reinkommen, das war's. Hä, das kann's doch nicht sein, Mann. Die haben wir doch gewechselt noch das letzte Mal. Car repairs have set us back a little.
Das nervt mich gerade richtig. Das nervt mich gerade richtig. Das ist gerade richtiger Abfuck. Sorry. Ja, egal. Kriegen wir einfach zum nächsten Mal ein komplett neues Auto. Aber es ist... Ist nicht cool, was das Spiel da macht. Ist leider wirklich nicht cool, was das Spiel da macht. Ich meine, obviously, es wird uns niemand gefährlich, weder Charles noch uns, noch mir. Aber es ärgert mich halt trotzdem, und zwar richtig. Weil ich es einfach nicht fair finde, dass wir jetzt mit dem kaputten alten Motor fahren müssen, weil das Spiel nicht fähig war, das vom letzten Mal noch zu speichern. Finde ich nicht nice, absolut nicht nice. Verlieren wir wieder Zeit? Nee, die Tour wird heute an Charles gehen. Weil unser Motor nicht die benötigte Leistung bringen kann, die er bringen müsste. Schade. Dann haben wir jetzt hier noch ein minimal, nein, oh doch, minimal verbessern wir es nochmal. Aber das reicht halt am Ende auch nicht. Platz 2. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Leclerc, und Verstappen noch auf die 3. Und Max Verstappen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Mercedes nur auf 7 und 8? Die Ferrari nur auf 10 und 12, das ist zu schlecht. Das wäre wirklich zu schlecht. Ja, bin nicht ganz zufrieden. Aber wie gesagt, wir müssen Verstappen morgen schlagen. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Bis dahin, ciao und ciao, bleibt gesund. Wir sehen uns.